Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Was reimt sich auf Guru Mountain Dew? Reimt sich nicht, aber ich frage mich gerade, warum teste ich eigentlich aktuell so häufig Mountain Dew? Das liegt daran, dass die so spannende Sorten haben. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Für mich war Mountain Dew irgendwie nur ein Getränk, sowas wie Fanta oder Sprite aus der Kategorie, so ein Softdrink aus den USA, aber die haben zigtausend verschiedene Sorten, Special Editions, und das ist genau das, was ich so liebe, Special Editions hier im Getränkebereich auch, und deswegen machen wir gerade gemeinsam eine Reise durch das Geschmacksland des kompletten Mountain Dew Sortiments. Habt ihr Bock drauf? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, oh mein Gott, nicht noch mehr Mountain Dew hier beim Guru. Doch, das reimt sich ein bisschen. Dann schreibt das gerne auch rein. Ich finde die Getränke super spannend. Mountain Dew Maui Burst steht hier drauf. Das ist eine Sorte mit Ananasgeschmack und anderen natürlichen Geschmacksrichtungen. Mountain Dew ist auch ein Getränk, das hat einen erhöhten Koffeingehalt, beziehungsweise ist quasi eine Art Energy Drink, ja, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Ja, ist jetzt nicht so wie Red Bull, aber 15,5 Gramm im Milliliter auf 100, nee, 15,5 Milligramm auf 100 Milliliter. Zum Vergleich, so eine starke koffeinierte Cola kann auch schon mal 25 Milligramm haben. Ich glaube, Red Bull hat sogar 32 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, wenn mich nicht alles täuscht. So! Maui Burst Mountain Dew, wo gibt's denn den? Den könnt ihr im Internet in diversen Shops bestellen. Ich habe den von Beast Mode Germany. Und jetzt wollen wir mal probieren, wie das Ganze schmeckt. Den habe ich doch, ja, habe ich von Beast Mode Germany. Ich habe mir auch jetzt neulich mal wieder ein paar exotische Sorten in Berlin gekauft. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oh, das riecht interessant. Riecht ananasig, ja? Ananas hatten wir ja auch vor kurzem. Oh, oha. Und das hat so eine Farbe, ich habe so gerade gedacht, Jesus Marie, das ist so ein bisschen Tschernobyl, gelb-grün, also ein bisschen Radioactive-mäßig. Schon eine sehr schräge Farbe, es leuchtet ganz schön. Meine Güte, oder besser gesagt, kennt ihr diese, wie heißen denn die Dinger, die man an die Wand hält, damit es gerade ist, diese Wasserwagen? Es sieht so ein bisschen aus wie das, was in dem Wasserwagen drin ist, das dann anzeigt, ist die Wand gerade oder schräg. So. Auch wenn es schräg aussieht, auf den ersten Blick eine krasse Farbe hat, schmeckt es gar nicht so schräg. Ich trinke es hier gerade gekühlt aus dem Kühlschrank. Ich finde es nicht übersüß. Man könnte es so ein bisschen... Es hat ein leichtes Ananasaroma, nicht zu künstlich. Ein bisschen wie eine Limo mit leichten Ananasaromas. Ananas hat natürlich auch eine ganz bestimmte Süße hier, beziehungsweise der Ananasgeschmack. Aber der ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es wieder mal sehr lecker als zuckerhaltiges Getränk und als Ausnahme. Finde ich es wieder richtig gut. Also, es ist nicht schlecht. Nicht meine liebste Sorte, aber wie gesagt, auch nicht schlecht. Eher Richtung positiv gut gehend. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wobei unterhalb von 5 alles Richtung Körperverletzung wäre, bewegen wir uns hier bei einer sehr guten 8, ihr Lieben. Wenn ihr so Ananasgetränke mögt oder Fanta Pina Colada zum Beispiel geil findet oder die Pepsi Ananas geil findet, dann probiert auch mal Mountain Dew Maui Burst. Lohnt sich wirklich. Leckeres Getränk. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss.